Hallo ihr Lieben, richtig gelesen, die Gurkenpresse sind endlich zurück. Nach 8 Wochen Pause geht's hier auf dem Kanal weiter mit Videos zu zig verschiedenen Themen. Ich habe wirklich bis Ende des Jahres ausgesorgt auf meinem Drehplan. Außerdem wird hier drin noch umgebaut für die beiden Kaninchen, die nächsten Monat einziehen. Sie heißen Angie und Snow und sind ganz arme Nasen aus dem Tierschutz, die vor 2,5 Jahren ausgesetzt wurden und chronische Probleme haben. Das eine Weibchen, Angie, hat irgendeine Krankheit, dessen Namen ich andauernd vergesse. Und Snow, der Kastrat, der hat einen alten Hüftbruch, der irgendwie nicht wirklich behandelt wurde. Und ja, braucht seitdem täglich Schmerzmittel oder wahlweise einen Ingwer-Bananenbrei, der irgendwie viel besser hilft und auch gesünder ist, weil das Schmerzmittel auf Dauer auf die Nieren geht. Ja, außerdem arbeite ich gerade an einem Netzwerk. Ich habe ja Accounts in den sozialen Netzwerken, meinen YouTube-Account hier, eine Info-Website, sofern ich die endlich mal fertig schreibe. Und ab dem 1. Oktober auch noch ein Forum. Und die möchte ich alle miteinander arbeiten lassen, um so ein Projekt zu schaffen, in dem auch ihr mitwirken könnt. Eine breite Basis an Informationen für alle Leute bereitzustellen, die gerade mit der Haltung anfangen. Oder einfach, ja, Informationen benötigen, weil sie einfach auf die falschen Quellen vertraut haben. Kennt ihr ja, geht mal in einen Laden, kauft euch Meerschweinchenbuch, oder reicht schon, wenn ihr euch das anschaut. In 99% der Fällen steht von Seite 1 bis zur letzten Seite Quatsch ohne Ende. Würde man alles, was Müll ist, rausstreichen, bliebe das Deckblatt wahrscheinlich übrig. Ja, und ich möchte dann durch das Projekt dazu beitragen, dass die Halter und zukünftigen Halter oder auch einfach interessierte Leute die Möglichkeit haben, auf eine qualitativ hochwertige und vor allem kostenlose, ja, wie nenne ich das mal, Wissenssammlung zurückgreifen zu können, um ihren Tieren dann das Bestmögliche zu bieten. Da kommt ihr ins Spiel. Ihr habt bestimmt Erfahrungen. Oder seid auch auf ein Themengebiet spezialisiert wie Außenhaltung oder Ernährung. Da kann ich dann eure Hilfe gebrauchen, damit das nicht in einer Art Informationsdiktatur endet. Wo dann einer sagt, das ist richtig und aus. Das möchte ich nicht, weil das immer auf die Qualität geht. Ja, die drei Nasen sind auch ganz froh, dass ich wieder da bin. Nach den 7 Wochen Lehrgang in Berlin. Ja, filme ich die jetzt noch einfach, bis meine Speicherkarte voll ist. Werde das hier auch nicht schneiden. Muss ich gleich wieder rein. Ja, erstmal Abendbrot essen und dann weiter den Forum-Style bearbeiten. Der kleine Möhren-Junkie. Kannst du nicht entscheiden, Mai? Bevor
bevor ich es vergesse, auf meiner Facebook-Seite gibt es ab dem 1. Dezember noch einen Adventskalender. Da gibt es dann jeden Tag irgendwas rund um die Meerschweinchen. Und ab dem 24. Dezember auch was zu gewinnen. Würde mich freuen, wenn ihr dann mal reinschaut. Ich werde dann hier auch Updates posten. Ja, schreibt dann einfach in die Infobox bei meinen ganzen Videos, die noch kommen. Ja, hab echt gut zu tun. Bis dann, wir sehen uns. Ciao.